dich, Gilly. I am watching you, Gilly. Ich Idiot! Weiß ich. Was hast du gemacht? Ich hätte vorher speichern sollen. Jetzt bist du wieder um Körben, oder wie? Nein! Ich hab zu weit vorgespult. Durchgeflogen und wieder in einen Sonnenorbit. Oh, wir spulen mal wieder weiter vor. Oh, oh, oh. Verdammt. Wenn ich es jetzt doch richtig mache. Dann. Und jetzt ein bisschen Gas gebe noch. Dann komme ich da raus. Oh Gott, dieser Orbit, warum ist der Gilly-Orbit so komisch? Oh nein. Oh, irgendwann treffen wir uns natürlich, ist ja klar. So. Wenn ich jetzt hier beschleunige. Oh. Oh Gott. Zum Glück brauchen die Kerbals kein Essen. Ja, dafür gibt auch noch eine Mod, die kannst du auch noch ja, nehmen. Das mache ich dann im neuesten KSP-LP. Oh, ja. Läuft doch so. Welche Höhe haben wir jetzt? Jetzt haben wir doch immerhin eine, die mal. Warte, ich kann doch so den Orbit drehen. Yes! Mm. So, in... Oh, das wird jetzt wieder was. Oh. Ah, ich bin noch bei Zeitvorlauf. Ich laufe die Zeit voran. So, vierfach... Ja, okay. Bist du eigentlich schon mal auf Gilly gelandet? Auf Gilly bin ich, glaube ich, noch nicht gelandet. So, der große Moment. Schaffen wir einen Gilly-Encounter? Dann haben wir es nämlich schon fast geschafft. Jetzt müssen wir ganz genau arbeiten. Gilly hat mich nicht so wie ich angezogen bisher. Ja, ich brauche Science-Punkte. Bäm! Wofür? Weil ich keine... weil ich was freischalten muss. Oh, jetzt sind's wie viel Zentimeter hier? Erstmal F5 wieder. Ah, gut. Jetzt kann ich ja mal vorspulen. Oh! Wenn er jetzt mich wieder zurück anruft, drehe ich durch. Das ist nämlich jetzt nicht mein Internet. Grüß Gott. Hallo. So, jetzt habe ich eine Separation von 238 Kilometern. Okay. So, ein bisschen Gas geben vielleicht noch. Ein bisschen bremsen. Ey. Ah. Ey, was? Ah, ich weiß, warum ich nichts machen konnte. Ich glaube, ich habe vorhin Zeitvorlauf gehabt. Du Troll, du. So. Oh. Gilly... Oh, das war... Das war... Ist ein Gilly-Encounter.
Wie hoch ist denn der höchste Berg von Gili? Von Gili? Ja. Ich kann nicht mal Erdkunde so wirklich. Woher soll ich dann wissen, wie hoch der höchste Berg in einer virtuellen Welt ist? Das ist ein einziger Matschklumpen, der hat kein Berg. Ein Matschklumpen, der... ja, der eine eigene Gravitation hat. Genau wie mein Bizeps. Oh. Also ein Orbit um Gili zu machen ist nicht schwer. Nur einfach auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen und dann passt das schon. Ist ja so, wenn man sich bewegt auf Gili. So. Dann, man sich nur bewegt, also laufen will. Ja. Dann der Körpernaut springt ja leicht hoch, dann fliegst du schon weit in die Luft. Und wenn du springst, dann brauchst du erstmal eine halbe Minute, bis du wieder aufkommst. Ich sehe schon die Steine von Gili. Gili hat Steine? Mhm. Ich bin auf 7 Kilometer Höhe. Was? Ja, diesen Shatter. Wie, den hörst du? Ja, ich höre den. Soll ich vielleicht ein bisschen leiser machen? Noch lauter. Oh ja, das passt perfekt wieder für eine 45-Minuten-Folge. Also für mehrere. Ja. Last Break. Oh Gott, wird das reichen? Ja, aber wie? F5, Quick Save. Wir haben jetzt einen hoffentlich stabilen Orbit. Um Gili? Um Gili. Okay. Das war die falsche Richtung. Ah, oh, jetzt nochmal das Schiff schön irgendwo gegenhauen. Alter, dieses Teil kann ja echt gar nichts. Oh Gott, ich kann mit ACS mich bewegen. Toll, jetzt darf ich hier noch ein bisschen beschleunigen. So. 5 zu 4 zu 3 zu 2 zu 1 zu 0. Okay, da sind wir auf Gili. Ist natürlich auch ein Screenshot wert, aber nur mit der Sonne. Nö. Oh Gott. Ich soll angeblich cheaten, ich weiß. Nein, nicht cheaten. Nein. In einem Loch landen, und zwar da. In diesem ganz tiefen Loch da. Ja, aber ich würde sagen, bis wir dort angekommen sind, kann ich auch hier Retrograde brennen. Das speichern wir mal nochmal. So. Und zwar, glaube ich, ist es leicht, auf dem höchsten Punkt zu landen. Gili hat einen höchsten Punkt? Mhm. Okay. Burning down. So. Wir haben jetzt eine Orbitgeschwindigkeit gehabt von 20 Metern pro Sekunde. Und haben fast genau die Hälfte an Sprit verbraucht. Würde ich jetzt mal so rechnen von dem, was wir hier drin noch haben. Oh, stopp. Natürlich müssen wir jetzt einen tollen Crew Report machen. Crew Report. Keep Data. Dann gehen wir mal mit Wilbald Kerman EVA. Machen ein EVA-Report. Board. Q.
gucken wir uns mal die schöne Sicht hier an. Die irgendwie nach rechts versperrt ist. Und hier nach links. Was ist an den Seiten? Ach, da sind diese Tanks, oder? Ah nö, da habe ich Fallschirme dran gepackt. Da werden wir landen, hier unten. Das glaubt ihr jetzt nicht, aber diese Geschwindigkeit hier ist das fast... Fahrwerk wird ausgefahren. Du hast ein Fahrwerk. Kannst du nicht mit deinen Kombinaten zu diesem Loch laufen und dann da reinfallen einfach? Und gucken, was unten ist. Ich weiß ja nämlich selber noch nicht. Was? Was in diesem Loch ist. Wahrscheinlich gar nichts. Endet wahrscheinlich irgendwann. Oh nö. Oh ja, klar. Orbitgeschwindigkeit ist ja so logisch. 1 Meter die Sekunde. Nö, ich hab doch hier auf Surface umstellen sollen. Nö, lieber brenne ich nicht nach oben. Ihr seht ja, wie langsam das hier nach unten geht. Und das werden wieder ein paar tolle Folgen. Ja, die Landung vor allem. Ja, die Landung ist bald eine ganze Folge. Ich Landing initiated. Bin ich irgendwie dumm oder so? Ja. Nö. Ja, das weiß ich auch, aber... Oh Gott. Oh, 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 das ist geil. Ist es gerade hier? Krass. Ich hab dir doch von erzählt, wie bei mir eine Kanone abgefallen ist, ne? Ja. Die habe ich einfach jetzt nicht mehr. Und ich starte das Spiel mal neu, da habe ich noch gar nicht gemacht, glaube ich. Jetzt kann ich ja keine mehr dran machen und nicht im Hangar. Lol. Bugs for the win. Oh Gott. Ich suche mir mal ein Gamepad raus. Wie lange nimmst du eigentlich gerade schon auf? Ja. Nein! Ja, egal, es reicht auch so. Ein Landebein hängt am Triebwerk fest. Ah, ne, jetzt. Ja, doch. Ja, das ist ja relativ. Oh Gott. Amazon. Ich habe leider nur 3 Landebeine jetzt, die aber ziemlich suboptimal platziert sind. Hätte ich vielleicht vorher denken sollen. Wenn du dich übrigens ohne ACS rotierst, Nein, Mann. Oh nö. Und wie lange hast du noch vor aufzunehmen? Nicht mehr lang, sondern bloß noch. Ja, das ist scheiße. Ich brenne jetzt gerade wieder nach oben. Das ist etwas suboptimal. Ab geht's mit ACS wieder nach unten. Sollte man ja eigentlich nicht machen auf einem normalen, kann man das Celestial Body nennen? Was? Gili, ein Mond. Ist doch ein sich bewegender Objekt. Ja. So, ihr seht jetzt, wie ich auf 3 Beinen lande. Gili ist, glaube ich, auch der einzige
Mond, auf dem es möglich ist, mit Atomtriebwerken zu landen, oder? Ach, da... Und danach auch wieder zu starten. Ja, da kannst du auf Minmus. Auf Gilly kannst du mit Ions, aber da kannst du auch auf Minmus. Auf Gilly kannst du nur als einziges mit RCS so landen und starten. We are landed. Wir sind gelandet und was wir jetzt damit machen hier an Experimenten und den Rückflug seht ihr dann nächstes Mal. Ich hoff's. Noch ein kleiner toller Ausblick. Katsching. Und dann sehen wir uns nächstes Mal, hoffe ich. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Schaut auf meinem Kanal vorbei, wie immer. Dort geht's weiter mit KSP. Nein, und bald vielleicht auch der Kerbal Space Program Ultra Hardcore Project. Nein, tut ihr nicht. Bis dann. Ciao.